dass ihr wieder hier seid und bei mir seid. Ich habe mir gedacht, wir schauen jetzt mal auf die Wochenenergie. Ich bin schon ganz gespannt, was da so auf uns zukommt. Ja, würde sagen, lassen wir uns mal überraschen. Ich hoffe, ihr habt die Hitze soweit gut überstanden. Also es ist ja wirklich extrem heiß und kaum auszuhalten draußen. Und ja, ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Und würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los und schauen mal, was so die Woche auf uns zukommt. Ihr denkt dran, es ist ein allgemeines Reading und kann natürlich nicht auf jeden zutreffen, ne? Ich spreche mal aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Falls du da in einer anderen Constellation bist, drehst du es dir um. Und das Reading ist trotzdem zeitlos, bedeutet dann, wenn du es findest, kann es eine Bedeutung für dich haben. So, Dille, Wochenenergie. Hier haben wir schon mal die drei der Kelche. Die Woche. Was kommt auf uns zu die Woche? Was müssen wir wissen? Hier haben wir die Hohepriesterin. Huch, hier hat sich eine umgedreht. Das sind die acht der Stäbe. Also ich habe hier das Gefühl, irgendwas ist unruhig. Ja, also irgendwie sind die Karten hier sehr unruhig. Der Wagen. Die sieben der Münzen. Und hier haben wir die 8 der Münzen und im Unterdeck haben wir hier die 8 der Kelche und der Teufel und die 9 der Kelche. Okay, das erzählt nämlich eine Geschichte. Jo, gut, ihr Lieben. So, ich hoffe, ihr könnt alle sehen. Ja, alles perfekt. Ja, also diese Woche wird es so sein, dass hier höchstwahrscheinlich für einige eine Einladung auf dich zukommt, auf die du lange gewartet hast. Vielleicht aber auch Nachrichten oder auch eine Vertragsunterschrift, ja, die ich hier wahrnehme. Da hast du lange drauf gewartet. Du hast hier vielleicht auch wirklich eine gewisse Unruhe. Du hast hier vielleicht auch Angst, dass etwas nicht so gut wird, dass du hier schweren Herzens vielleicht doch was anderes machen musst oder irgendwie sowas, ja. Grundsätzlich, ich habe den Teufel hier, ja, das hinter dir, also dieser Teufel, der hier liegt, ne, der wird hinter dir gelassen und hier kommt was richtig Geiles auf dich zu, worauf du, wie gesagt, schon lange gewartet hast. Diese toxischen Verstrickungen, die sollen sich jetzt hier lösen, ja. Auch habe ich das Gefühl, du bekommst hier eine Zusage für irgendetwas. Es kann sich um finanzielle Themen handeln, um behördliche Themen. Du hast eine Zusage, etwas geht jetzt recht rasant voran. Wir haben hier zwei schnelle Karten, gute Nachrichten, die hier definitiv die Woche auf dich zukommen. Ja, vielleicht hast du einen wichtigen Termin, der für dich wirklich wichtig ist. Und da sehe ich, du machst dir hier Sorgen, du könntest hier wirklich auch Ängste haben, ja, die aber, ja, wenn du hier mit in Resonanz gehst, wirklich unbegründet sind, denn hier kommen richtig gute Nachrichten auf dich zu und das ist etwas, was du vielleicht spürst, ja, also wenn du da mal wirklich tief in dich reinhörst, spürst du das schon, dass diese guten Nachrichten kommen. Aber es ist halt so, dass du das nicht so ganz glauben kannst. Der Verstand grätscht dir so ein bisschen rein, ne? Ja, also das sieht schön aus, muss ich sagen. Auch kann man hier an einer Verbindung wieder aufbauen. Ja, es geht hier auch für einige wirklich um Partnerschaften, um Liebesbeziehungen, die hier wieder aufgebaut werden sollen. Ja, wo jetzt wirklich auch Streitigkeiten und sowas hinter sich gelassen werden soll und man hier wirklich mit auch viel Geduld zwar das Ganze langsam aber und stabil auch wieder aufbauen kann, ja. Und das geht dann hier wirklich mit den, auch mit den drei der Kelchen hier geht es dann um eine sehr schöne Freude, die da auf dich zukommt, um eine feste Beziehung, um eine, vor allen Dingen aber auch eine schöne Zeit einfach, ja, die ich wahrnehme. Die Woche hier sieht wirklich bombastisch aus, muss ich sagen, weil hier etwas, was vielleicht ja auch immer wieder momentan
schwer zu Herzen gegangen ist, ja, das geht hier raus. Also ich habe hier etwas, du darfst hier wirklich auch ein bisschen was für tun, ja. Das heißt natürlich, wenn du in einer Situation bist, wo du sagst, boah, mir geht es überhaupt nicht gut, dann sagt das Universum hier, ja, deine Mitarbeit ist gefragt, ja, dass du gewisse Dinge vielleicht auch in die Veränderung bringst oder dass du gewisse Dinge tust, wie zum Beispiel, das ist jetzt wirklich nur ein ganz plumpes Beispiel, du kannst nicht schlafen, ja, und du sagst, ich trinke jetzt jeden Abend einen Baldrian-Tee. So, deine Investition dahin ist, du kochst dir diesen Tee, du bereitest ihn zu und du nimmst ihn jeden Abend zu dir, hast du eine Investition geleistet, ja, sowas habe ich hier. Also, und etwas, wie gesagt, wo du auch schon auf lange auf eine Verbesserung oder auf eine Weiterentwicklung gehofft hast, das soll jetzt diese Woche wirklich kommen, ja. Und man kann hier gewisse toxische Sachen einfach hinter sich lassen. Also, wow. Auch Treffen, Begegnungen und Einladungen habe ich hier für dich, die hier reinkommen, unerwartet, plötzlich, ja. Könnte das sein, vielleicht auch hast du es mit einem Steinbock zu tun, das habe ich ja auch für den einen oder anderen. Ja, muss nicht sein, kann aber sein und ja, vielleicht ist es so, dass man da sagt, okay, wir sprechen uns jetzt wirklich mal aus, ne, und hier, lass uns mal treffen, lass uns mal über die Dinge sprechen und dann kannst du ja schauen, ob du da weiter dran arbeiten möchtest oder nicht oder ob du diese Einladung überhaupt annehmen möchtest oder nicht, ja. Auch die Spiritualität, ich habe hier das Gefühl, die Spiritualität wird sehr, sehr wichtig die kommende Woche. Hier geht es auch, eventuell hast du eine Beratung, eine persönliche, ja, die dich wirklich weiterbringt, wo man sagt, da kommen nochmal gute Informationen für dich rein oder du siehst irgendwo was auf YouTube, auch jetzt nicht nur bei mir oder bei anderen Kartenlegern, ja, und du sagst, da sind einfach wertvolle Informationen für dich drin. Auch habe ich es hier für einige, du wirst für dich etwas Neues entdecken, ja, ich habe hier irgendwie etwas Neues entdecken, etwas Schönes entdecken und das wird dir ganz viel Freude bereiten, ja. Es kann auch sein, dass du dich mit neuen Dingen beschäftigst, ja, oder auch finanziell die Sorgen einfach weniger werden, ja, finanzielle Verstrickungen gehen jetzt raus, weil hier vielleicht auch eine behördliche Zusage kommt oder auch zum Beispiel, ja, einfach du irgendeinen Bescheid bekommst, der eben positiv ist, ne? Oder du hast ja auch damit gerechnet, vielleicht irgendwie, dass etwas nicht so gut oder nicht zu deinem Gunsten ausfällt, ja? Und das ist hier eben nicht so, sondern hier ist es wirklich so, vielleicht muss man noch ein bisschen Geduld haben, bis dann das Geld zum Beispiel ausgezahlt wird, ne? Oder bis das dann wirklich richtig in die Stabilität geht. Aber du wirst schon sehen, dass diese Woche eine Woche ist von extremer Weiterentwicklung, ja, in der du dich befindest. Wow, also ich bin total fasziniert von den Karten, also ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so gute Energien haben, weil irgendwie die Karten am Anfang recht, ja, unruhig einfach waren, so ein bisschen wie chaotisch, ja, und es kann natürlich auch sein, dass du die Woche einfach so ein bisschen auch in einen Zeitmangel kommst, ja, also ich habe das hier auch mit drin, dass Dinge irgendwie so ein bisschen, alles ist so streng getaktet die Woche, ja, es ist viel los, es ist viel zu tun, ja, auch so etwas habe ich hier und vielleicht auch viel Vorbereitungsarbeit, weil du jetzt eben da irgendeine Nachricht bekommst, wo du eben was vorbereiten darfst, ja, auch sowas haben wir hier. Auch die Kontrolle habe ich so ein bisschen das Gefühl für dich, ja, die Sicherheit, die Kontrolle, die du vielleicht auch in der letzten Zeit verloren hattest, kehrt hier wieder zurück, ja, das ist auch eine sehr, sehr schöne Botschaft für einige, die sich eben nicht so in einer Stabilität befunden haben, ja, da sehe ich, das kehrt wieder zurück und du bist ja auch die Woche definitiv geschützt vom Universum, das darf ich dir hier auch sagen, ja. Und die Hohepriesterin sagt auch immer oder spricht auch immer davon, dass jetzt nach langer Zeit Geheimnisse aufgedeckt werden, ja, aber hier auch, es sind positive Dinge, ne? Es sind wirklich positive Dinge, die ich hier reinbekomme. Das kann zum Beispiel mit einer Liebesoffenbarung zu tun haben, ja. So, was kriegen wir denn noch für diese Woche?
Ja, das Gefühlschaos. Hier ist es. Ich sag's doch. Ganz ehrlich. Hier ist der Triton. Gefühlschaos. Ja. Tiefe Gefühle, Macht über Gefühle. Es ist hier so, hier wird eine Einladung, ein Treffen, eine Begegnung wirklich ein Chaos in dir auslösen können. Ja, emotionales Chaos, aber ich nehme es wahr im positiven Sinn, weil hier einfach mega geile Nachrichten auf dich zukommen. Ja, und das kann hier, wie gesagt, auch für einige kann es hier mit finanziellen Geschichten zu tun haben, aber wir haben ja auch die drei der Kelche, das ist natürlich auch die Liebe, die hier mit reinspielt, ja, das habe ich ja auch, wie gesagt, unerwartete Einladung vom Herzensmenschen, ja, von jemandem, wo es vielleicht wirklich Probleme gab, wo man immer wieder gestritten hat auch, ne, und die neun der Kelche ist eine Wunscherfüllung und ich habe das Gefühl, du hast lange gewartet, du hast lange Geduld gehabt und ein Wunsch soll sich jetzt hier erfüllen und dafür durfte man hier wirklich dieses Toxische auch hinter sich lassen, ja, damit man wieder in die Stabilität auch kommt und auch in die Sicherheit wieder kommt, ja, sich einfach wieder wohlfühlt, Wohlstand, ja, das sehen wir hier alles, also es ist echt schön, muss ich sagen, dieses, ja, verstrickte, toxische, anstrengende geht raus. Was kriegen wir denn noch? Jo, und hier ist der Feenglanz, Glow Up, du wirst glänzen und neue Talente entdecken, das ist das, was ich ja schon gesagt habe, ne? Du wirst hier auch jemanden vielleicht wirklich von dir überzeugen die Woche. Ja, das heißt, vielleicht hast du ein Bewerbungsgespräch und die Leute sind total fasziniert von dir. Oder du triffst dich mit deinem Herzensmenschen und dieser Herzensmensch ballert dir wirklich Komplimente. Ja, weil er einfach sagt, wow, du siehst so toll aus, du riechst so gut, ich habe keine Ahnung, dein Lachen ist wunderschön, ja, solche Dinge. Also das haben wir hier auch mit drin. Oder es ist einfach ganz wirklich auch ganz banal, wenn du jetzt gar nicht auf die Liebe schaust, ja, du wirst sehen, dass da in dir was schlummert, was jetzt einfach raus will, was rauskommt. Und wo du auch anfängst, deine Komfortzone zu verlassen, dich Dinge zu trauen, Mut zu entwickeln, ja. Und vieles hat hier mit einer Begegnung oder mit einem Treffen zu tun, ja. Und für einige kann es eben auch eine persönliche spirituelle Beratung sein. Coaching, Psychotherapie. Ja, guck mal, der Wasserfall. Gefühle fließen wieder und große Hoffnung. Die darfst du haben, weil hier kommen einfach bombastische Nachrichten kommen hier auf dich zu, ja. Anders kann ich es gar nicht sagen. Du wirst hier wirklich dich freuen. Du wirst hier den drittes Loch im Arsch freuen, ja. Also, um es auf Deutsch zu sagen, das ist echt geil. Also, schöne Nachrichten und wo man auch das Gefühl hat, wow, es geht endlich wieder aufwärts, ja. Also, für viele habe ich das Gefühl, du bist momentan so ein bisschen in einem Chaos, ja. Du weißt nicht so ganz genau, Mensch, kann sich das noch erfüllen, was ich da eigentlich mir wünsche von ganzem Herzen, ja. Und doch, wir haben es hier, ne. Also, wunderschöne Energie, wirklich. Das muss man sagen. Sternzeichen Krebs habe ich ja auch noch mit drin, vielleicht, bist du auch Krebs vom Sternzeichen? Kann möglich sein, muss aber nicht. Ne? Eine Fortbildung, eine Prüfung, ja, vielleicht hast du da auch ein bisschen Wuling. Sehe ich hier, kommen gute Nachrichten rein. Natürlich, du musst hier einiges lernen. Ja, also ohne zu lernen geht es hier nicht, sagt das Universum. Aber wenn du gut vorbereitet bist, dann wirst du sehen, hier kommen die Nachrichten. Du hast bestanden. Ja, auch sowas haben wir hier heute wieder mit drin. Richtig schöne Energie, ihr Lieben. Ja, und wenn es hier zu einem Treffen mit deinem Herzensmenschen kommt, ja, hier meldet sich jemand, hier kommt eine Einladung, dann sehe ich auch schon die starke Anziehungskraft zwischen dir und deinem Herzensmenschen und vor allen Dingen aber auch dieses, man sieht sich, man trifft sich und es fließt, ja, also es ist einfach so, hier läuft irgendwie, die Gefühle laufen hier über, ja, also das ist wie Frühlingsgefühle, das ist hier echt krass. Ja, es kann bei deinem Herzmenschen auch sein, ne, dass da endlich jetzt diese Gefühle auch rauskommen, ja. Und ich kann für einige auch nicht ausschließen, dass hier jemand wirklich weinen wird vor Glück diese Woche. Ja, also es ist so, hier sind Tränen des Glücks drinne. Wow, das ist absolut der Hammer. Okay, schauen wir weiter. Was kriegen wir hier von der Immunologie für die Woche? Was sollen wir wissen?
Nee, das hat sich nicht stimmig angefühlt. Meditiere und denke nach. Meditation kann hier wirklich wichtig sein die Woche. Und ich habe das Gefühl, wir haben hier noch im Unterding, ja. Es wird sich nichts ergeben im Unterdeck. Und da habe ich das Gefühl, genau das ist das, wo du denkst. Ja, das ist dieser Teufel. Es wird sich nichts ergeben. Doch, es wird sich hier was ergeben. Du kannst ja an einer Situation weiterbauen. Du wirst hier weiterkommen. Du wirst hier gute Nachrichten bekommen. Und es wird sich nichts ergeben. Weil dann würden die ganzen anderen Karten überhaupt keinen Sinn ergeben. Ja. So, Meditation kann dir wirklich helfen. Ja, auch wenn du irgendwie merkst, die Woche... Da versucht sich der Teufel irgendwie mal einzuschleichen, ja, in deine Gedanken vor allen Dingen, weil ich habe das hier wirklich, dass du vielleicht emotional verstrickt bist oder gedanklich wirklich verstrickt sein könntest, dann ist es wirklich wichtig, geh in die Meditation und schau mal, was dir da begegnet, ja. Auch Krafttiermeditationen können diese Woche wirklich wichtig werden. Auch das haben wir hier. Okay. Ja, ich habe hier so einen Impuls. Ich möchte gerne doch nochmal auf das Es wird sich nichts ergeben, möchte ich hier noch eine Tarotkarte ziehen. The Fool. Ja, man glaubt hier nicht an diesen Neubeginn. Ne? Man denkt, hier ist man in Illusionen gefangen. Ne? Also die sieben der Kelche und der Narr. Hier denkt man, es wird hier keinen Neubeginn geben. Hier ist man einer Illusion aufgetan. Und die Wahrheit sieht ganz anders aus. Ja. Und das habe ich hier aber nicht. Sondern die Wahrheit ist, du wirst hier dich weiterentwickeln. Die Wahrheit ist, du bist hier auf dem Weg deiner Wunscherfüllung. Und die Wahrheit ist hier auch, vor allen Dingen, dass du hier bombastische Nachrichten bekommst, womit du eben nicht rechnest, ja. Du gehst hier vom Schlimmsten aus, das ist dieser Teufel, ja. Wow, okay. Gut, schauen wir, welcher Heilstein wird wichtig die Woche. Welcher Heilstein wird wichtig? Malachit, der Wohlstand. Was habe ich vorhin gesagt? Wohlstand. Ich kann es nicht mehr lesen, ihr Lieben. Ich glaube, ich brauche bald eine Brille. Der Fluss hilfreicher göttlicher Energie nimmt eine positive Wendung für sie. Also, das ist das, was ich gesagt habe. Du denkst, no way, ja, hier geht's nicht weiter. Und doch, es geht weiter. Auf einmal kommt diese Hilfe von oben, ja, die Hilfe vom Universum, habe ich schon gesagt, mit der Hohepriesterin. Du bist göttlich geführt, geschützt, ja. Und hier wendet sich das Blatt. Und du wirst hier wirklich, ich sag's ja, Tränen des Glücks, ja, die wird man hier weinen. Weil es einfach auch so eine, ich nehme hier so eine ganz große Erleichterung einfach wahr. Und man kann wieder irgendwie unbeschwerter in den Tag starten, ja. Man kann auch wieder glänzen. Man kann wieder neue Dinge entdecken. Man hat auch wieder die Lust dazu, ja. Vielleicht war es auch eingeschlafen bei dir in der letzten Zeit. Der Buchstabe M kann für dich wichtig sein. So, schauen wir weiter. Krafttiere. Auch der Malachit oder ich habe hier generell auch Türkis, kann dich die Woche auch gut begleiten, ja. Vielleicht sind es Steine, mit denen du arbeiten möchtest, die du vielleicht bei dir haben möchtest als Handschmeichler oder als Armband. Das kann die Woche wirklich nützlich sein, auch gerade wenn du in finanziellen Problematiken bist, ja. Ja, hier haben wir wieder Krebs. Die Verbindung vom Bewussten und Unbewussten. Ja, dir ist es wirklich noch nicht klar, was hier auf dich zukommt, ja. Und ich glaube, dass du hier wirklich oft gekniffen worden bist, auch vom Universum, so sinnbildlich, ja. Du bist hier getriggert worden. Du hast hier wirklich, glaube ich, auch in der letzten Zeit nicht die einfachste Zeit gehabt, muss ich sagen, ja, wenn du hier mit in Resonanz gehst und irgendwas hat dich emotional wirklich weggerissen. Und ich glaube jetzt einfach, dass dir diese Woche wirklich bewusst wird, dass es alles hier gar nicht so schlimm war. Ja, also das ist das, was ich hier habe mit der Botschaft. Natürlich, wir haben hier wirklich Krebs und Fische, das ist schon sehr auffällig. Ja, vielleicht hast du es auch als Aszendent oder du bist es selbst als Sternzeichen oder du hast es mit so einem Sternzeichen zu tun. Wir machen die Sternzeichen aber noch, ihr Lieben.
Auch habe ich das Gefühl, hier hat jemand ein Auge auf dich geworfen. Ja, du wirst hier beobachtet. Und wenn es hier um einen Gegenüber geht, habe ich das Gefühl, dass dieser Mensch sehr, sehr emotional ist. Jemand, der sehr liebevoll sein kann. Und jemand, der auch, ja, ich weiß es nicht, ja, schon auch, dass ihr euch immer so geärgert habt, ne? So spaßig geärgert habt. Rumgealbert habt, ja, das ist so, mit dem Menschen konntest du viel Spaß haben, ja, das kommt mir hier auch noch rein. So, kriegen wir noch ein Krafttier für die Woche. Ja, der Hirsch wollte raus, das ist der Wegbereiter, du wirst hier auf einen Weg vorbereitet, ja, und der Luchs, Klarheit und Erkenntnisse. Und ich finde, das ist super, super stimmig. Du wirst hier neue Nachrichten bekommen, die Ohren spitzen, ja. Du wirst denken, es ergibt sich nichts, aber doch, hier wird ein Weg vorbereitet auf die Wunscherfüllung. Ich weiß, ich wiederhole mich, ihr Lieben, aber das ist hier einfach nur der Hammer. H, K und L könnten wichtige Buchstaben noch für dich sein, definitiv. Und ich möchte hier jetzt heute nochmal, ich hole mal nochmal schnell ein anderes Deck. Moment. Und zwar möchte ich hier noch eine Liebesbotschaft für euch ziehen, weil für viele wird es hier auch im Bereich der Liebe so zutreffen, ja? Der Seelenpartner. Dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir. Glaube daran. Also, hier geht es um Seelenpartnerschaft. Eine noch. Romantische Liebe. Amos Pfeil hat getroffen und das wird jetzt passieren die Woche, ja? Wow. Schauen wir auf die Zeitbotschaft. Hier haben wir die Zahl 11. Vielleicht bist du an einem 11. geboren, vielleicht bist du in Lebenszahl 11, ja? Es kann aber auch sein, dass sich das hier so die nächsten 11 Tage eben widerspiegelt, ja? Das habe ich ja auch so. Es geht hier um Meisterschaft, es geht hier um Neubeginn, die ich hier reinbekomme. Auch gerade die 11.11 Uhr, 11.01 Uhr, ja, das könnten auch immer wieder jetzt, dass du Doppel-11 siehst, ja, Synchronizitäten. Das ist hier wirklich auch wichtig, ja. Wenn du das immer wieder jetzt die letzten Tage auch gesehen hast, dann weißt du auch, da, du kannst dir hier was rausziehen, ja. Das ist echt krass. So, eine nehmen wir noch. Hier haben wir den Mittwoch, der auch nochmal ganz, ganz wichtig sein wird, ja, oder auch die nächsten 4 Tage. Hier ist es auch so, dass ich das Gefühl habe, der Monat 4 könnte für dich auch eine wichtige Rolle gespielt haben, ja, oder eine Lebenszahl 4. Vielleicht hast du es auch mit so jemandem zu tun. Und ich habe hier das Gefühl auch, irgendwie die 41 kann wichtig sein, die 14 kann wichtig sein, ja, vielleicht kannst du was mit den Zahlen anfangen. Die 411 könnte auch noch wichtig sein. Vielleicht hast du 7 Kennzeichen in der Telefonnummer. Oder tatsächlich bekomme ich heute auch rein, gerade wenn du mit Behördlichen oder wenn du jetzt auf eine Nachricht wartest, schau mal, ob du da die 11 oder die 4 auch in Doppelzahlen in der Nummer zum Beispiel findest. Zum Beispiel hast du ja, eine Kartennummer bei dem Amt oder eine Personalnummer oder was auch immer. Wenn du diese Zahlen irgendwie in Verbindung bringen kannst, da kannst du wirklich auf bombastische Nachrichten hoffen. Ja, das sagt hier das Universum. Okay. Ein Mittwoch kann, wie gesagt, ganz, ganz wichtig werden. Und hier haben wir noch den Dienstag. Dienstag und Mittwoch, Zahl 34, 31, 13. Ja, vielleicht sagen dir diese Zahlen etwas, ja. So, jetzt machen wir mal ein Sternzeichen. Hier wird jemand auch sehr kreativ werden, ja, du wirst dich ja auch vielleicht von Freunden beraten lassen, auch das, Menschen, denen du vertraust, ja, da können auch gute Dinge bei rumkommen, ja. Farbe Grün und Gelb könnte wichtig werden. Hier haben wir die Waage, ein Gleichgewicht auch, ne, Krebs schon wieder. Hier haben wir den Stier, hier haben wir den Wassermann, hier haben wir den Steinbock, hier haben wir den Widder und im Unterdeck habe ich hier die Zwillinge.
Für diese Sternzeichen kann das hier wirklich ein wichtiges Orakel sein. Aber natürlich auch, wenn dein Sternzeichen jetzt nicht genannt wurde, kann das hier dein Reading sein. Ja, die Sternzeichen können passen, sie müssen nicht immer passen, ihr Lieben. Auf jeden Fall sind das wirklich gute Energien, ihr Lieben. Wir schauen jetzt noch auf unsere Charms, was wir hier noch bekommen. So, hier habe ich das N, das A, das ist schon wieder geil, das G und das E. Hier hat etwas an dir genagt, das geht raus, das geht raus. Hier haben wir den Nagel. Ja, hier wird der Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, du wirst hier eine Erkenntnis bekommen. Dann haben wir das X, dann haben wir das B, dann haben wir das C und das D. Lange, ne? Wir haben das Wort lange hier auch drin und bange. Also es ist wirklich so, du hast hier lange Angst gehabt, ja, vielleicht auch. Und das wird hier rausgehen. Eine CD könnte auch noch eine wichtige Rolle spielen. Vielleicht nimmst du aber auch CD, das ist ja auch eine Kosmetikmarke, ja, könnte auch für dich wichtig sein. Und für einige oder die anderen habe ich hier zum Beispiel auch, du wirst hier irgendwas mit deinen Nägeln machen die Woche. Vielleicht hast du einen Nageltermin, du probierst was Neues aus und du kriegst dafür Komplimente. Das ist jetzt wirklich eine mega banale Botschaft, bekomme ich aber tatsächlich auch durch. So, und lange hast du hier gewartet. Lange hast du gewartet, dass hier endlich mal sich ein Herzenswunsch für dich in Erfüllung gibt, ja, bringt. Und das kommt jetzt. Hammer. Wir haben die Schildkröte, das ist das Universum, ja, das ist hier die Kraft des Universums und auch die Stabilität. Etwas war sehr langsam und jetzt entwickelt es sich endlich. Hier haben wir die Fee, die steht bei mir nicht für etwas Negatives, sondern hier geht es auch um die göttlichen Helfer, um die spirituellen Helferlein, ja, die hier auch an deiner Seite sind. Hier kommt der Schlüssel rein, auch in Herzensangelegenheiten, ja, haben wir das hier. Hier schließt sich etwas auf und da, wo eine Eiszeit war mit der Schneeflocke, kommt wieder Bewegung rein, ja. Also auch für die, die eben im Kontaktabbruch waren oder sind. Ja, die Vögel haben wir hier noch. Das geht natürlich um dieses Chaotische, um dieses Unruhige, ja, was hier bei dir ist. Dieses bange Gefühl vielleicht auch, es wird sich nichts ergeben. Und dann haben wir das Klee, hier geht es um die positiven Veränderungen, den Magierstab mit der Meisterschaft, passt auch zur Doppel-11, also zur 1, ja, der Magier, Neubeginn. Dann habe ich hier das Blatt, hier geht es auch um, ich habe das Gefühl, mit dem Blatt kommt mir heute tatsächlich rein, einmal geht es ums Aufblühen, aber es geht hier auch irgendwie so ein bisschen darum, wie der Wind mit den Blättern spielt, so spielt das Schicksal manchmal mit uns, ja. Und ich habe hier wirklich aber so, dass du vielleicht dich in der letzten Zeit wirklich vom Schicksal bestraft gefühlt hast, ja. Und hier kommt jetzt diese Wendung rein. Ja, Zwillingsflammenenergie haben wir hier auch schon bestätigt mit dem Seelenpartner, ja. Es geht wieder in Harmonie. Der Frosch, das ist auch nochmal so ein bisschen die Erdung, aber gleichzeitig, ja, wir haben ja hier auch unseren Herbert, ne. Gleichzeitig habe ich hier auch irgendwie, du kannst jetzt wirklich große Sprünge machen. Es geht um Weiterentwicklung und das sehr, sehr schön. Ich habe hier noch so ein, ja, es ist so ein chinesisches Zeichen, aber ich bekomme die Fremdsprachen rein. Ich habe das Gefühl, du bekommst Erkenntnisse, die dir völlig fremd waren, ja. Etwas, was wie, ach, wie soll ich denn das am besten, Universum, helft mir doch mal jetzt. Ich weiß nicht, wie ich euch das erklären soll, weil ich habe hier ein Gefühl von, es ist wie eine Fremdsprache, die du nicht verstanden hast und jetzt wirst du etwas verstehen, diese wichtigen Erkenntnisse, diese, das ist auch etwas, was die Woche wirklich wichtig werden wird, ja. Also ich hoffe, ihr konntet verstehen, was ich damit meine. Auf jeden Fall sind hier bombastische Nachrichten auf dem Weg zu dir, eine Einladung, ja, und ja, nichts, es wird sich nichts ergeben, sondern genau das Gegenteil passiert, ihr Lieben. Und damit lasse ich es auch stehen. Ich finde, es ist eine geile Energie. Ich hoffe, dass hier ganz, ganz viele mit in Resonanz gehen. Und ich wünsche euch eine zauberhafte Woche. Bleibt alle gesund, passt gut auf euch auf und ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.